Auch die U16 vom SC Potsdam hat sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Bei den Nordostdeutschen musste sich das Team von Tina Rübensam zwar gegen die SG Rotation Prenzlauer Berg geschlagen geben, doch auch der zweite Rang reichte, um dabei zu sein. Vom 30. April bis zum 1. Mai treten die Potsdamerinnen nun im Sportpark München-Freiheim gegen die besten Teams der Altersklasse aus dem gesamten Bundesgebiet an. Die Vorbereitung läuft bereits auf Hochtouren, verrät Tia Meister, die Kapitänin der U16. Wir probieren so viel wie möglich, uns technisch und auch als Team einzuspielen, damit wir, gerade weil wir aus verschiedenen Klassen kommen, gut als Team zusammenarbeiten können. Und welche Chancen rechnen sich die Potsdamerinnen aus? Ja, also dadurch, dass es unser erstes Deutsch ist für uns, würde ich sagen, dass wir nicht hinfahren, um nur mitzuspielen, sondern unsere Leistungen abrufen wollen und unser Bestes geben wollen. Ja, also ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall im Mittelfeld sein können. Wir werden spielerisch unser Bestes geben und abrufen wollen, auf jeden Fall. Wir wollen als Team zusammenarbeiten, aber auf gar keinen Fall nur mitspielen und am Ende einer der letzten Plätze werden, sondern eher weiter vorne. Das Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr. Wir sind auf jeden Fall, auch wenn wir sehr viele Jahrgänge gemischt sind, ein sehr gutes Team und halten sehr gut zusammen und sind sehr laut und haben sehr viel Stimmung. Ich glaube, das ist etwas, was uns sehr auszeichnet. Und die Vorfreude, besonders bei Tia Meister, ist riesig. Ich freue mich riesig auf die Deutsche Meisterschaft, auch weil ich am Freitag Geburtstag habe davor. Und das nehme ich auf jeden Fall ein bisschen mit in die Deutsche Meisterschaft. Ich will mein Bestes geben und will mit dem Team Spaß haben und weiterkommen.